Glaubst du das? Ja, ah, Momentl! Dass kein Justizmord wird. Ist das oder ist das andere? Stampfen der Gang? Der Rechtecker, der Brustkosten? Die glotzenden Signallichtl? Die schlagenden Griffheben auch! Ein bisschen Pfleger, das er halt. Und Ramponier, das auch. Ob er ist? Geh ja, Bruder. Das hättest du nicht gedacht, dass ich dich noch kennen wie noch 6 Jahre, hä? Edi, mach dich nicht unglücklich. Im Außenweg, das ist ein Privatangelegenheit. Lassen Sie es raufen, Fräulein Fritz. Sie sind ja junge, unbenützte Gräber. Ja? Was hast du da in meiner Gosse umeinander zum Stanzen, hä? Da, hä? Da! Ach, Edi, ich bin nämlich arbeitslos. Was bist du? Puh. Danke. Darf ich mich vorher der Dame vorstellen? Bitte sehr. Petersens elektrischer patentierter Industriemotor. Abgekürzt Peppi. Fabrikationsnummer 820722. Friederike Amalie Rosa Eilinger. Abgekürzt Fritzi. Und das ist der Herr Andraschek. Freut mich sehr. Ah, du bist der Flirter? Danke. Wir Elektromotoren sind nicht Raucher. Siehst das? Und du rauchst wie ein Schlot. Sehr vernünftig, Herr Beppe, dass Sie lieber die paar Groschen zusammensparen. Ich glaube, dass Sie nicht das Herz ruinieren. Ich hab leider kein Herz. Pardon. Herr Alstander. Erzähl, hä? Es gibt's nächste Betriebschef, noch alle so grantig. Oder bist du am Ende selber schon längere Zeit? Opa? Stücklich haben sie mich erst heute auf die Nacht. Was denn, du bist 5 Jahre dort allein umeinander gestanden? Ungewaschen, ungeschmiert, unversorgt? Bruder. Wann ich dem Herrn Peppi mit einem Schalerl Schmieröl aufwarten könnte? Gnädigste sind die Liebenswürdigkeit selbst. Der Rost knackt mächtiger meine Eingeweide. Du willst das hernehmen bei unserem üppigen Haushalt? Um 6 steht der Straßenwalzen. Ole! Gut steht. Der Herr Peppi, entschuldigen einen Moment. Na, jetzt sag einmal, wieso bist denn du arbeitslos? Da bist du schuld, mein Lieber. Ich? Na, wann hast du das letzte Paar Schuhe gekauft? Na gut, das war vor. Vor 4. Und davon soll ich als Schuhmacher leben. Das ist wahr. Erst hat mir geglaubt, du bist schuld, dabei bin ich schuld. Nein, warte, nein. Ich eher nicht. Na was? Und was willst du jetzt machen?
Ich werde zum Militär gehen. Mich auf Tank umkonstruieren lassen. Dort sind's die Einzigen, die heutzutage Bedarf auf frisches Material haben. Mir scheint, jetzt haben die schon wieder auf mich vergessen. Na ja, der Schick. Oh ja, Herr Edi. Braune Saison, Sommer, Mahlzeit. Küss die Hand. Das ist gut fürs Kugellocker. Gehen Sie so lieb und drucken Sie mal den linken Kontakthebel oben. Wozu denn? Ich will ein bisschen scharf nachdenken. Nachdenken kannst du auch? Ja. Das habe ich gelernt in die 5 Jahre. Zumindest ein Wiener Schnitzel und ein Viertel Euregen.